Hallo und willkommen zurück. Ja, die Stimmung ist am Boden. Gegen Tabellenletzten verloren. Jetzt geht's in die Champions League. Wie in die Champions League, sage ich, in den DFB-Pokal. Ja, es kann eigentlich nur noch bergab gehen, also. Viel mehr wird die Saison eigentlich nicht mehr drin sein. Also ich befürchte echt noch, dass wir es sogar verkacken aufzusteigen. Wenn man gegen den Letzten verliert, darf man eigentlich das Maul nicht mehr aufmachen, wie man so schön sagt. Ich hoffe, dass wir das Blatt nochmal wenden können, aber im Moment sieht es halt eben nicht gut für uns aus. Gar nicht gut. Und jetzt kommt noch der Die Spannung ist DFB-Pokal riesig vor gegen Red diesem Bull. Halbfinale. Beide schielen Oder gegen schon aufs RB. Endspiel, aber erst steht diese schwere Aufgabe an. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Natürlich geil, wenn wir sie rauskicken, aber. Nach den letzten Leistungen habe ich eigentlich Halbfinale keine Hoffnung Gruppenphase. mehr. Ihr Wolfuß und Franco Spahn sind für Sie dabei und Wir hoffen, gehen dass wieder Sie die komplett in die. Spannung Vielleicht sollten nutzen wir in der Liga auch mal an komplett dieser definieren. Ich weiß, ich Stelle. sage es schon seit Heute zwei spielt Saisons, Preußen aber. Münster gegen RB Leipzig. Vielleicht sollte ich es echt mal machen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn Sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr weit Foul. vorne sind. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Danilo Wiebe. Klasse Oh, Aktion, Wiebe. Ball ist weg. Bei Anthony Martial müssen wir natürlich über seine enorme Torgefahr reden. Ja, und über dieses Tempo, dieses unfassbare Tempo. Also was der mit dem Ball am Fuß veranstaltet, habe ich selten gesehen. Martial. Martial. Den Schuss Boah. setzt er knapp daneben. Ja, war gerade noch die Rede von ihm. Und dann hämmert hier Martial fast schon das 1-0. Dämme. Paco Yes. Williams. Jetzt liegt es vor allem an den Oh, nicht flanken Kreativen. lassen. Ihr Hier wisst doch, war die Idee zu wie anfällig entwickeln. wir bei Flanken Kommt sind. gegen die Abwehr nicht durch. Paco Alcácer. Komma. Martial. Sehr guter Einsatz. Super. Einwurf jetzt. Philipp Hofmann. Komm, wir zeigen ihm mal, dass er auch ein Drittligist Fußball spielen kann. So natürlich kein Ja, Problem. so Er holt natürlich sich den nicht. Ball. Sie haben den Ball. Oh, schon wieder Da ist er faul. zurecht. Freistoß. Erhebliche Torentfernung. Das dürfte kein tolles Zuspiel Oh, sein. war es Da kommt knapp. er raus und hält den Ball. Und dann wirft er das Ding. Ballverlust. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Das macht er gut. Danilo Wiebe. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Dömisch. Er kann ihn nicht aufhalten. Wo passt denn hin? Tor! Oh, geile Geschichte, ey. Erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß Oh, bei den Münchnern. wichtig. Die Jubel Unglaublich bei geil. allen Fans, bei den Spielern. Ein Aber wichtiges wir haben Zeichen. gegen Kiel auch schon geführt. Ich hätte nicht Da macht gedacht, der nach dem Pass, der sollte Hofmann eigentlich in die Mitte gehen. Mut. Ist er Und da kommt er einfach doch gedanklich irgendwie an. schneller als die anderen? Hoffmann, das erste Nein, Tor im leider nicht. Pokal. Guter Sie Junge. sind jetzt also in Führung. 1-0. Warum klappt es nur immer? Ey, ohne Scheiß, ich spiele jetzt aber sofort. Die letzten vier Spiele spiele ich nur noch komplett defensiv. Paco am Ball. Mir Williams. egal, egal wo. Oder die Kummer. letzten fünf, je Das nachdem. könnte die Chance werden. Jetzt kann er die Flanke bringen. Kummer. Er zieht ab. Vielleicht der Ausgleich. Es gibt Ecke für RB Leipzig. Weiß nicht, warum das immer im Pokal klappt und Jetzt sonst kommt die nirgends. Ecke. Das ist für mich. Das kann ja dem, wie gesagt, vielleicht wirklich an der taktischen Ausrichtung liegen. Ich Da bin ist der mir echt Ball nicht über sicher. die Linie. Er war Ich hätte das vielleicht das zuletzt System früher wirklich schon vom umstellen Platz. sollen und nicht nur immer Super davon erzählen Einsatz. Da sollen. kann er ihn stoppen. Philipp Hofmann. Dürmitsch. Und jetzt die Chance. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein
Sitzreflex. Und Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Kommt der da noch durch? Demme. Williams. Davide Calabria. Heieiei. Immer wieder diese kleinen V-Spiele, aber so bringen wir Leipzig immerhin ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Das ist an sich nicht so verkehrt. Ja, da läuft aber kein Mensch mit. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Paco Alcácer. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Komm an. War es kein Abseits? Jawoll. Oleg. Alcácer ist der, der nach Dortmund gegangen ist, gell? Boah, schade. Ja, ist Gulaschi im Tor? Pom. Aber wenn das hier kein Gelb ist, weiß ich es auch nicht. Und da ist er noch gut mit aufgehoben, Hoffmann. Das kann auch rot sein. Komplett von den Beinen runtergeholt. Ja, ich muss jetzt schnell das Spiel machen, weil... das war sogar gar nicht schlecht. Das war dann allerdings doch wieder schlecht. Alcácer, Coman. Ja, oh scheiße. Leipzig hat sich gar nicht schlecht verstärkt. Weißt du, ich wollte gerade sagen, bei mir da schon längst abgepfiffen. Ja, wir holen mal Larsen raus. Hoffmann, normal hätte ich eigentlich Hoffmann rausgeholt. Aber den können wir gleich immer noch rausholen. Macht aber ein starkes Spiel, deshalb lasse ich mal drin, auch wenn er Gefahr läuft, die gelb-rote zu bekommen. Da ist es, das Foul. Wir haben einfach schon 5 Fouls. Martial. Coman. Gut aufgepasst. Da kommt der Ball. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Duschi, was hast du? Kaum in Erscheinung getreten im ersten Durchgang. Boah, sau wichtig. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt eine gute Flanke. Könnte der Ausgleich sein. Boah. Alter, ich habe schon drin gesehen. Gulaschi. Ist tatsächlich Gulaschi im Tor. Hält heute auch nicht schlecht. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Williams. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment
gepasst, ungefährlich. Danilo Wiebe. Oh, schöner Ball auf mich. Schade. Ich hätte gedacht, Mini, ich wäre ein bisschen schneller unterwegs. Wir wechseln jetzt auch mal. Wir holen mal Hoffmann runter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß, dass der hier gelb-rot bekommt. Ja, Rühle hat ja im letzten Spiel auch schon getroffen. Wieso nicht im Pokal, ne? Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit dem Wechsel. Tobias Rühle. Dimmisch. Wow. Und das ist der Ballverlust. Wieder Meni, ich das verpennen. Martial. Und da ist der Ball wieder weg. Gute Chance. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, mit viel Übersicht. Schöner Ball auf Trimic. Oh, schade. Aber der Ball geht doch ganz schön weit vorbei. Aber holt uns natürlich auch wieder ein bisschen Zeit raus. Das ist so ärgerlich. Wir schaffen es dann ja tatsächlich hier nur noch den Pokal wieder zu gewinnen. Und dafür steigen wir dann in der Liga nicht auf. Gut. Da jetzt der Querpass gekommen wäre, wären wir im Arsch gewesen. Nur weg mit dem Ding. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Martial. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Oh. Demme. Konrad Leimer. Jetzt vielleicht. Konrad Leimer. Ah, ich würde noch nicht zu früh mit dem Auf Wiedersehen singen. Und weg mit der Kugel. 6 Minuten sind noch zu gehen. Fängt diesen Ball ab. Da passt auf. Coman. Gut aufgepasst. Oh, schöner Ball auf Mai. Oh. Oh, was ist denn jetzt? Das ist richtig, aber den verwandeln wir eh nicht. Oh, das hier wäre es jetzt gewesen. Ja! Jawohl! Oh, wie wichtig! Geil, wir stehen im DFB-Pokal-Halbfinale. Geile Geschichte, Hoffmann. Vielen Dank, mein Freund. Wir haben es geschafft. Kann man keinem erzählen, das hier alles. Das kann man eigentlich echt keinem erzählen. Jetzt gegen Köln im Halbfinale. Im Finale, das wär's. Jawohl, das geht mir gut ab. Aber halt eben schade, dass in der Liga nicht klappt. Spieler ist auskuriert. Moritz Heinrich. Dann schauen wir gleich mal nach dem.
Ist der Auswechselspieler? Rodriguez ist auf jeden Fall Stammkraft.